Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Hatten Sie heute Morgen beim Aufstehen das Gefühl, Teil von etwas ganz Großem zu sein? Von einer industriellen Revolution, von einer Zeitenwende? Nein? Dann liegt das vermutlich daran, dass es uns im Alltag oft schwerfällt, einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu sehen. Genau darum geht es heute bei unserer Jahrestagung von KI NRW, der zentralen Anlaufstelle für künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen. Ich möchte Sie an dieser Stelle ganz herzlich zu unserer Veranstaltung begrüßen. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir genau das gerade miterleben, eine Zeitenwende, und zwar in doppelter Hinsicht. Wir kommen aus einer Zeit der Verschwendung, des bloßen Bauchgefühls. Es war zwar immer klar, dass Öl, Gas, Kohle, Wasser oder auch Metalle wie Kobalt knapp sind, dass sie nicht endlos zur Verfügung stehen, aber sie waren trotzdem einfach immer irgendwie zu haben. Erst jetzt, wo die Anzeichen des Klimawandels im Alltag immer deutlicher werden und wo uns auch die Energiekrise zeigt, wie abhängig wir nach wie vor von fossiler Energie sind, da wird klar, es kann so nicht weitergehen. In der Industrie findet derzeit an vielen Stellen ein Umdenken statt. Hin zu erneuerbarer Energie, hin zu Recycling, hin zur Verwendung von alternativen Ressourcen. Und plötzlich gilt es auch nachzurechnen, wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich wo, für welche Prozesse und wie können wir effizienter werden. Solche Fragen, die werden wir uns in Zukunft immer häufiger stellen. Die Welt, die wir kennen, die wird sich also in doppelter Hinsicht verändern. Sie wird hoffentlich grüner werden und sie wird datengetriebener werden, messbarer werden. Wir brauchen dafür künstliche Intelligenz als Grundlage. Wir haben jetzt als Gesellschaft die Möglichkeit, diesen Wandel mitzugestalten, und das sollten wir auch, denn nur dann können Deutschland und Europa künftig noch eine wichtige geopolitische Rolle spielen. Heute bei wir genau darüber, wie es gehen kann, diesen Wandel mitzugestalten und wie wir KI ganz konkret für Nachhaltigkeit in Unternehmen nutzen können. Dazu haben wir für Sie spannende Panel-Diskussionen vorbereitet und außerdem konkrete Anwendungsbeispiele für den Einsatz von KI. Ich bin Katja Scherer, freie Wirtschaftsjournalistin. Ich begrüße Sie heute vom Campus des Fraunhofer Instituts für intelligente Analyse und Informationssysteme in St. Augustin. Und ich begrüße jetzt zunächst mal Christian Themert, den Geschäftsführer von KI NRW, der Sie nun im Namen der Kompetenzplattform begrüßen wird. Herzlich willkommen. Ja, liebe Frau Scherer, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich glaube, ich fühle mich auch Teil irgendwie eines großen Sponnen, wo wir hier im Studio sind und unsere Jahrestagung durchführen dürfen. Und vielleicht auch an Sie, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen von KI NRW zu unserer Jahrestagung zum KI-Forum NRW begrüßen zu dürfen. Ich bin Christian Themert, Geschäftsführer von KI NRW, der vom Land geförderten Kompetenzplattform für Künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen. Angesiedelt sind wir am Fraunhofer IAS, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, einem der größten Forschungszentren für angewandte Künstliche Intelligenz in Europa. Und das leitet auch sehr, sehr gut zu unserem Ziel über. Wir wollen NRW in der Champions League für angewandte Künstliche Intelligenz etablieren. Jetzt haben wir mit dem KI-Forum NRW eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung etabliert, die einen ganz klaren Fokus setzt auf NRW kann KI. Also wo können wir schon unsere Stärken im Bereich KI ausspielen? Wir wollen zeigen, dass der erfolgreiche Einsatz von KI möglich ist und wie der gute und kluge Start gelingen kann. Und gleichzeitig wollen wir möglichst in angewandten Praxisbeispielen zeigen, welche Use Cases sofort nützlich umgesetzt werden können. Und damit wollen wir Sie natürlich auch inspirieren, Ihre eigene KI-Reise zu starten und zu begleiten. Jetzt hatten wir es schon gesagt, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Bei dieser dritten Auflage des KI-Forums NRWs wollen wir auf das Thema KI und Nachhaltigkeit abzielen. Wir haben schon gehört, das ist ein großes Thema. Wir haben es aber auch in diesem Jahr gesehen, die Dürre, die ganz vielen anderen Probleme, aber jetzt auch mit der Energiekrise. Wie gehen wir eigentlich mit diesen ganzen Fragen um? Und da setzen wir an und haben in diesem Jahr schon einige Veranstaltungen und Impulspapiere zum Thema rausgegeben und kommen heute bei der Jahrestagung quasi zum Höhepunkt dieser Reise, die wir diesem Jahr gegangen sind. Und heute wollen wir insbesondere Expertinnen hier aus Nordrhein-Westfalen zu Wort kommen lassen, um zu zeigen, wie kann der kluge Einsatz von KI gelingen. Auf der anderen Seite, wie nachhaltig ist KI eigentlich auch und wie kriegen wir dieses ganze Spiel zusammen hingebogen. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich schon mal bei den Referentinnen und Referenten bedanken, die durch ihre Expertise uns direkte Impulse geben können, wie wir KI einsetzen können. Gleichzeitig möchte ich mich auch bei dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und Kultur und Wissenschaft bedanken, die durch ihre Förderung unsere Arbeit erst möglich machen.
Und zu guter Letzt, vor kurzer Zeit hatten wir hier einen weiteren Höhepunkt, die Eröffnung des Lamar-Instituts für maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, auch hier in St. Augustin. Und ein Themenfeldpunkt wird ganz klar sein, ressourcenschonende KI. Und ich glaube, das ist ein Rückenwind, den wir mitnehmen sollten, den wir nutzen sollten, um Inspiration zu nehmen, um KI und Innovationen zu nutzen, um Fragen der Nachhaltigkeit anzugehen. Und diesen Rückenwind brauchen wir, wenn wir auf die Zahlen schauen. Im letzten Jahr wurden in den USA 53 Milliarden US-Dollar privat in KI investiert. In China waren 17 Milliarden US-Dollar, in Europa nur 6 Milliarden. Wir haben diesen Rückenwind, aber wo bleibt denn dieser Rückenwind? Wie kriegen wir ihn umgesetzt? Gleichzeitig sehen wir wegen der Energiekrise, zögern die Unternehmen, haben Unsicherheiten, ob KI für sie gut ist und ob sie wirklich in KI investieren sollen. Das zeigen die neuesten Studien von der Bitkom. Von daher freue ich mich auf diese Veranstaltung. Ich freue mich auf einen tollen Tag, um Ihnen, liebe Unternehmen, liebe Bürgerinnen und Bürger, mitzugeben, KI kann helfen, KI ist da, um zu bleiben. Und wir packen es an, gemeinsam nach vorne zu marschieren und die Nachhaltigkeit gemeinsam anzugehen. Vielen Dank, Herr Themand. Sie haben es in Ihrer Rede schon gesagt, die Politik hat diese Veranstaltung auch unterstützt. Deswegen soll sie jetzt auch zu Wort kommen. NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer kann aus terminlichen Gründen leider nicht persönlich sprechen, aber sie hat schon im Voraus ein Grußwort für uns aufgezeichnet. Das hören wir jetzt und darin sagt sie auch nochmal aus ihrer Sicht, warum KI und Nachhaltigkeit immer Hand in Hand gehen sollten. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur digitalen Jahrestagung der Kompetenzplattform KI NRW zum Thema KI und Nachhaltigkeit für zukunftsfähige Unternehmen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, das mehrere Aspekte vereint. Erstens, bei der digitalen Transformation ist die künstliche Intelligenz ein entscheidender Treiber. Zweitens, Zukunftsfähigkeit heißt Nachhaltigkeit. Das ist die zweite große Transformation, die wir stemmen müssen. Und das betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft, jedes Unternehmen. Und drittens die Verbindung. Für diese große Aufgabe benötigen wir jede smarte Idee, jeden klugen Ansatz. Und es ist natürlich gut, wenn wir unserem natürlichen Krebs die künstliche Intelligenz zur Seite stellen können, damit noch mehr möglich wird. Wir alle müssen Energie, Material und Ressourcen gezielter einsetzen und die planetaren Grenzen bei unserem Handeln endlich berücksichtigen. Daran hängt auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, denn nur wer nachhaltig wirtschaftet, ist auf der Höhe der Zeit. Neue Technologien können uns dabei unterstützen. Einige Instrumente aus dem weiten Einsatzfeld der künstlichen Intelligenz werden Sie heute genauer beleuchten und sich über die Potenziale austauschen. Auch wenn Sie bislang noch keine Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz hatten, möchte ich Sie ermutigen, diesen Schritt zu gehen und sich über die Chancen des Einsatzes von KI in Ihrem Unternehmen zu informieren. Die Expertinnen und Experten vom Landeskompetenznetzwerk KI NRW bieten hierzu eine kostenfreie Sprechstunde an oder vermitteln sie an andere kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in NRW weiter. Ich wünsche Ihnen nun einen spannenden Vormittag mit vielen inspirierenden Ideen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit aus klugen Köpfen und smarten Prozessoren. Herzliche Grüße.